So, moinsen Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge 2 oder Teil 2 von, gut, dass ich den Spielnamen weiß, ne? Ja, Black Tail Requiem. Genau, so heißt er, ich kann es noch nicht aussprechen. Genau, ich habe das Spiel jetzt mal ein bisschen lauter gestellt. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Und wir machen direkt weiter. Wir sind in der Kraft der Flucht vor irgendwelchen Freaks, die irgendeinen Korb auf dem Schädel haben und mit einer Axt oder einem Hammer durch die Gegend laufen. Also ganz schön crazy auf jeden Fall. Gucken wir uns an, wie es weitergeht. So. Die ganze Zeit am Schleichen hier. Okay, jetzt die Frage, woher gehen wir? Da hinten ist der Schweinestall oder sowas. Versuchen wir es. Aber wir gehen, glaube ich, daher ist die Wutz da noch wild. Ich glaube, wir gehen besser hierher, oder? Wäre mir irgendwie lieber. Mal gucken, ob hier überhaupt was geht. Haben wir hier? Abgeschlossen. Ah, Mann. Verdammt, jetzt sind wir doch beim Schweinchen lang. Naja, wir gucken. Aber was ich auch echt gut finde, ist hier, es gibt jetzt hier nicht so viele Hinweise, ne? Also wir müssen schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen hinhören. Was die von uns wollen. Geht's hier rein? Ne. Wir müssen da ja. Alles versucht. Das ist aber echt, finde ich, ganz cool. Ah, schön ruhig, Schweini. Du warst Vaters größter Fehler, aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir! Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Oh oh. Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Alter. Ihr seid selbst schuld. Alter. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Mach keinen Scheiß, Digga. Oh oh. Oh Alter. Junge. Ab hier. Ach, krass. Krass, krass. Junge. Was hat er denn jetzt? Geht schon zur Sache, ne? Oh, okay. Phönix, oder? Ich würde sagen, es ist ein Phönix. Okay, jetzt liegen wir da. Wollen wir das jetzt gerade? Ist das irgendeine Rückblende oder so? Amicia? Könnte schon sein, oder? Schönes Tier. Wo sind wir? Okay. Alter, was geht jetzt ab? Es geht wieder los. Junge. Ich brauche Hilfe. Ja, würde ich auch sagen, Digga. Okay, jetzt auf jeden Fall ein Phönix. Warte auf mich. Okay, also er zeigt uns den Weg, oder was? Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Folge dem Vogel, okay. Bleib hier. Oh oh. Atmen.
Sollte vielleicht mal zum Hausarzt, ne? Wo willst du hin? Ich muss zurück. Okay, wir müssen da hoch, ne? Ich muss zu Amicia und Mama. Was ist die überhaupt? Sie hatte eben was gesagt, irgendwie von einem Wagen, ne? Also wir sollen zu irgendeinem Wagen. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Und dann geht's weiter, meinten die. Dann sind die irgendwie auf der Durchreise nur oder so. So mega aus, oder? Ja. Wunderschön, ey. Ein bisschen abgefreakt ist das auch gerade. Anni, was sollen wir jetzt machen? Der Vogel wird uns die ganze Zeit helfen, oder? Schon gut. Kommt der jetzt nicht und. Ich komm ja. Heilt uns, oder? Sterb ich jetzt? Nein, bestimmt nicht. Hoffentlich nicht. Ich will nicht sterben. Naja. Schon krass, das Spiel. Okay. Wird besser. Und der Phönix sitzt da. Es geht wieder weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Okay. Geschlafen? Ich habe was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Okay. Er träumt wohl öfter. Ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist jetzt passiert? Die Frage, wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt vorher oder nachher? Wir haben am Fluss gespielt. Bisher, also jetzt hier vor dem Schleichen. Du bist plötzlich sehr müde, deswegen. Oder danach? Ich habe dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia, es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Ja. Aber die rote Stadt ist nah. Genau. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition. Auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich der Wagen, von dem mal die Rede war, ne? Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Oh, da vorne stehen. Vorne stehen Wachen, ne? Würde ich sagen, eher nicht ganz so gut. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Ja. Mal sehen. Hallo! Guten Tag. Ist einfach bewaffnet. Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben Sie getan?
Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Oh, oh. Mutter, wir müssen sofort weg. Okay, also er spielt definitiv nach der Schleichmission. Es ist noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Ja, glaube ich euch. Oh, Schiete. Komm her. Ach du Scheiße. Lauf wieder los. Lass sie nicht entwischen. Oh nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich. Meine Schleuder ist noch im Wagen. Oh nein. Weiter. Ach. Du Heilige. Lasst uns auf die Felder durch. Wo ist der Typ? Ja, geht nur. Ach gut, okay, alles klar. Junge. Der Wagen. Sie brauchen dich. Öko braucht dich. Okay, okay, ja, ich bin ja unterwegs. Ich trau mich jetzt so nicht zu rennen, ne? Sie sind wohl bergab gegangen. Da ist einer. Oh, oh. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias. Finde die anderen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir in die Köpfe. Warum leuchtet das da? Kann ich. Achso, kann ich abwerfen, glaube ich, ne? Wollen wir mal versuchen? Das müssen die gewesen sein. Gut. Ja, ah, das ist es. Aber sehr gut, er ist abgelenkt. Oh, 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 oh. Na, wartet, wenn ich euch erwische. Ach, der da hinten hat uns gesehen, ne? Verdammt. Wenn die so weit gucken, die Jungs. Ach, warte mal, kann ich hier rein? Ah ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt wahrscheinlich da runter, ne? Mann, dreht er sich schon mal um? Ah, das hat er mich gehört, perfekt. So. Runterjumpen, zack. Müssen wir denn hin? Müssen wir da runter? Ich glaube schon, ne? Okay. Gucken alle weg. Kann ich irgendwas werfen jetzt? Ach komm, wir riskieren es, wir riskieren es, wir riskieren es. Hier runter, hier runter, hier runter. Okay, komm, komm, schnell, schnell. Oh, oh. Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Du hast meinen Sohn ermordet. Nein, nein, nein. Wir haben gar keinen ermordet, Lauf. Digga. Oh, oh. Das Haus. Okay, hier hat es länger nicht geregnet. Ist trocken. Schnell, schnell, schnell. Okay. Oh, oh. Na, nee. Du bist tot. Okay. Hier hoch, okay. Na los. Achso. Sie leben noch. Geht's. Der Wagen, meine Schleuder. Alter. Hol die Schleuder. Schnell. Na los. Ja. Zurück. Ja. Alter! Es ist ja auch noch ein Kind quasi, ne? Nur noch ein Kind und muss jetzt hier, Du kannst jetzt Gegner nehmen, indem du mit der Schleuder auf ihren Kopf zielst. Wenn du gedrückt um zu zielen, ja. Naja, alles klar, wissen wir. Achso, was soll ich jetzt machen? Ach, da ist der Kopf. Ah, okay. Oh. Schätze mal die. Komm, beweg dich. Oh! Hat er uns getroffen? Schnell. Sie sind sicher hier runter. Wir haben uns getroffen. Da drüben seid ihr. Okay, also die mit dem Speer. Ciao. Das sollte nicht passieren. Nee, das sollte wirklich nicht passieren.
Die mit Speer, wollte ich sagen, die sind halt für Fernkampf, ne? Die können es aus der Entfernung also abwerfen. Wir müssen natürlich mal gucken, wie weit die Reichweite ist hier von unserer Zwille. Oder Schleuder, ne? Zwille ist ja was anderes. Am Arsch. Ah, hier können wir ja mal testen. Okay. Gute Reichweite. Gehen wir jetzt weg. Ich sprinte jetzt mal. Brennt ja wieder alles. Hierher oder was? Okay. Oh oh. Okay. Alter Schwede. Okay. Das ist schon krass, was hier gerade abgeht. Oh oh. Dein Gefährte wird angreifen, wenn du ihn hilfst. Stirbt er. Oh. Der muss treffen, ja. Getroffen. Tipptopp. Hugo! Er atmet noch. Es ist der Schock. Hey. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Aha, Dave. Ich mich alles trau, ne? Und dann so ein Spiel. Aber Löcher sind im Sitz. Ah, so. Da haben wir es doch. Ich würde sagen, das war dann wahrscheinlich der Prolog. Neuankömmlinge. Boah, bis hierhin schon mal. Nettes Spiel. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Ja, sieh doch, ist... Das ist ein gutes Game, glaube ich. Also bis jetzt, ne? Stunde am Spielen ungefähr jetzt. Sieht aber echt gut aus. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Vaudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Chateau d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Okay, jetzt sind wir in der Stadt. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Selbstverständlich. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Was machen wir? Oh, sieht nice aus, ne? Was willst du denn sehen? Alles. Dann los. So, aber genau hier beenden wir dann mal Teil 2 und schauen uns in der Stadt dann im nächsten Teil mal um. Was ist jetzt für ein Satz? Das war gar nichts, ne? Okay, machen wir es nochmal. Also die Stadt schauen wir uns einfach im nächsten Teil an. So. So ist besser. Und ich sag wie immer danke fürs Rein- und Zuschauen. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder ein Abo da. Wird mich erstens mega freuen und zweitens mal wird es mich auch mega unterstützen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein.
Ciao, ciao.